Herbert Hamster fragt, kann es Gott aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt geben? Ja, ich reiche die Frage mal nach oben weiter. Herr Hamster oder unter uns Herbert, es gab doch schon mal tolle Götter. Die waren doch großartig. Die Griechen. Die griechischen Götter, waren die nicht klasse? Die haben gelebt, die haben getrunken, die haben gegessen, die haben sich gestritten. Es war... Und die haben gelacht. Vor allen Dingen haben sie gelacht. Das waren doch Götter, mit denen könnte man doch prima auskommen. Man wüsste nicht, ob sie existieren, aber man würde sich freuen, wenn sie so wären, dass sie einem im entscheidenden Moment helfen, wie zum Beispiel Pallas Athene. Wem hat sie geholfen? Genau, dem Odysseus. Aber es könnte auch sein, dass sie mal zornig wären. Wer wurde zornig? Poseidon, genau, auch wegen des Odysseus. Nun, lange Zeit war es so, dass diejenigen, die immer von Gott gesprochen haben, also diejenigen, die zu einer Kirche gehört haben, über die Natur gesprochen haben, indem sie nämlich behauptet haben, sie als diejenigen, die von Gott reden, können zugleich auch die Natur erklären. Und darauf basiert natürlich dieses Spannungsfeld, das wir heute sehen, zwischen Naturwissenschaften auf der einen Seite, eine gottfreie Beschäftigung, wo ja Gott nicht auftaucht. In keiner Gleichung in der Physik gibt es einen Gottesterm. Es gibt keine Modelle, in denen Gott auftaucht als Ursache für etwas, sondern man versucht ja in den Naturwissenschaften geradezu ohne Gott auszukommen. Und der Theologie als der Wissenschaft von den religiösen Erfahrungen. Die geht natürlich davon aus, dass es Gott gibt. Ich meine, wie soll man sonst religiöse Erfahrungen machen? Also, wenn man nach naturwissenschaftlichen Beweisen für Gott sucht, dann landet man relativ schnell bei dem großen Wettrennen, fast wie zwischen Hase und Igel. Das nämlich, als die Naturwissenschaften in der Neuzeit begannen, stellen wir mal so rund das Jahr 1600, so als den Beginn der Naturwissenschaften fest, dass bei dem Beginn der Naturwissenschaften die Deutungshoheit der katholischen Kirche, nicht die Deutungshoheit von Gott, aber die der Kirche, die wurde sehr in Frage gestellt. Und das führte dann zu dem großen Lückenbüßerbild, dass nämlich Gott da ist, wo die Naturwissenschaft nicht ist. Man hätte besser sagen sollen, noch nicht ist, weil natürlich durch den Forschungsprozess, den wissenschaftlichen Forschungsprozess, ja die Wissenschaft immer weiter und weiter fortgeschritten ist, was dann dazu führte, dass der allmächtige Gott, der vorher noch für die Bewegung der Planeten zuständig war, das konnte man dann erklären durch die Gravitationsgesetze, der für viele Erscheinungen in der Natur zuständig war, die man sich nicht erklären konnte, die wurden auf einmal immer besser und besser erklärt, sogar hinterfragt und wieder aufs Neue erklärt und noch besser erklärt. Man stieg in die Tiefe der Materie ein, in die Tiefe des Kosmos ein. Alle möglichen Bereiche der Naturwissenschaft haben immer weiter und weiter diese Gottesvorstellungen zurückgedrängt nach dem Motto, ja, wenn wir eine Erklärung haben, brauchen wir keinen Gott mehr. Also es gibt keine naturwissenschaftlichen Beweise für Gott, weil Gott ist auch kein Gegenstand einer Messung. Wie soll ich, vielleicht sind wir selber, das könnte ja sein, wenn es Gott gibt, könnte es sein, dass wir mit unseren religiösen Erfahrungen sogar Messgeräte von Gott sind. Aber das sind keine Messgeräte, die den Naturwissenschaften zur Verfügung stehen. Man kann ja noch nicht mal unsere Innenwelt genau messen. Also das ist ja eine der großen Herausforderungen der Wissenschaft, dass das, was wir selber erleben, dass ausgerechnet das gar nicht gemessen werden kann. Aber zurück zur Frage. Man hat tatsächlich versucht, Gott zu beweisen mit logischen Argumenten. Und zwar immer nach dem Motto, dass man eine Erstursache finden muss, die selber keine Ursache mehr hat. Also man braucht einen Beginn. Und das hat zum Beispiel etwas damit zu tun, dass man eine Geschichte in der Natur sieht. Man sieht, dass Dinge passieren, die vorher nicht passiert sind. Man sieht also, dass es etwas Neues gibt. Was ist die Ursache für das Neue? Was Altes? Was war die Ursache für das Alte? Etwas noch Älteres? Und so hat man angefangen zu sagen, okay, der Beginn von allem, das ist der unbewegte Erstbeweger bei Aristoteles. Gott. Eine Ursache, die selber keine Ursache mehr hat. Oder man hat versucht, es logisch zu machen. Anselm von Canterbury, sage ich jetzt mal als Philosophielehrer, ein Mann der Scholastik, also der Schule, also das war eine Strömung in der Philosophie, die in den Klöstern im Mittelalter entstand und die versucht hat, sich rational mit Gott auseinanderzusetzen. Anselm von Canterbury formuliert den Gottesbeweisen folgendermaßen: Gott ist, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann. Wahnsinn. Und da etwas
nur dann etwas Größtes sein kann, über das hinaus nichts mehr gedacht werden kann, gehört vor allen Dingen die Existenz noch dazu. Denn wenn er nicht existierte, könnte ja etwas Größeres über ihn gedacht werden, über es gedacht werden, das dann existiert. Also Existenz war für Anselm von Canterbury sozusagen zugleich eine Eigenschaft. Immanuel Kant hat allerdings später darauf hingewiesen, dass hier ein großes Problem besteht. Das Sein als solches ist nicht eine Eigenschaft, über die man reden kann wie über eine Farbe. Ein gedachtes 10-Euro, ein gedachter 10-Euro-Schein und ein tatsächlicher 10-Euro-Schein, da gibt es einen großen Unterschied. Ne? Nur weil ich mir etwas denken kann, heißt es noch lange nicht, dass es auch existiert. Also schlussendlich ist es so, dass die Frage nach Gott in allen möglichen historischen Varianten gestellt worden ist und es natürlich auch, Herbert Hamster stellt die Frage nicht umsonst beantwortet worden ist. Gäbe es eine allgemeine Antwort darauf, dann wüssten wir die alle. Denn die Frage nach Gott, wenn es ihn gäbe, mit der entsprechenden Antwort, das wäre die größte Herausforderung aller Zeiten. Man stelle sich mal für einen winzigen Moment vor, es gäbe Gott. Genau. Was für eine Herausforderung. Und es gibt ja jemanden, den ich persönlich außerordentlich schätze, der wird die Frage, ob es Gott gibt, natürlich mit einem klaren Ja beantworten. Papst Franziskus. Also, jetzt mal unter uns. Der Mann ist der Vertreter Christi auf Erden, laut katholischem Dogma. Wenn er der Vertreter Christi ist, dann muss ich sagen, Christus, ein Hammertyp. Denn er ist schon ein Granatenmann. Das ist wirklich großartig. Was Papst Franziskus leistet, ist ganz große Klasse, nicht nur für die Christen auf dieser Welt, sondern für alle. Für alle, weil er Punkte anspricht, die für uns alle lebenswichtig sind. Ökologische und ökonomische Fragen, an die sich ein Papst und damit eine moralische Instanz in Europa, überhaupt für alle Katholiken auf der Welt, aber vielleicht auch für alle Christen auf der Welt, bisher so nicht rangewagt hat. Und da komme ich auf den Punkt. Selbst wenn es Gott nicht gibt, Herr Hamster oder Herbert, es ist doch interessant, dass man von denjenigen eine ganze Menge lernen kann, die an ihn glauben. So zum Beispiel Franziskus, als er das Ja der Barmherzigkeit ausgerufen hat, da gab es eine Interpretation, dass ja zu dieser Barmherzigkeit nicht nur die Barmherzigkeit gegenüber anderen gehört, sondern auch die gegenüber sich selbst. In Zeiten der Selbstoptimierung, wo alle möglichen Leute alle möglichen Geräte an sich tragen, wo Schritte gezählt werden und das Gewicht gezählt wird, wie viele Kalorien hat man zu sich genommen und ist man da auch effizient genug, ist das eigentlich ein schöner Gedanke. Und ich glaube, wenn es Gott nicht gibt, dann sollte man ihn erfinden.